Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Halo 4. Für alle, die es noch nicht wissen und die sich wundern, warum die letzten paar Parts so abrupt geendet haben, ich hatte Probleme mit dem Aufnehmen. Und zwar, ich weiß nicht, woran es liegt, ob es am Windows 8 lag oder an meinen neuen PC-Teilen. Jedenfalls, ich habe jetzt wieder Windows 7 drauf gespielt und ich hoffe mal, dass es aufgrund dessen jetzt wieder gehen wird. Ich habe vorhin, vorgestern, 50 Minuten Black Ops Zombies aufgenommen, da ging es wieder. Also hoffe ich mal, dass es jetzt hier auch gehen wird. Ich gehe einfach jetzt mal von aus und bin da mal ganz optimistisch bei. Ich weiß, wir kennen jetzt das hier schon, aber ich glaube, es war ja jetzt nicht so viel, was wir nochmal machen müssen. Aber ja, ich hoffe jetzt einfach mal wirklich, dass es jetzt geht. Und würde sagen, wir machen einfach direkt weiter, ne? Da war nichts drin, ne? Ich glaube nicht, nee. Die Station sollte über Geschütztürme verfügen. Nee, die Waffen haben wir ja alle schon. Wenn wir sie reaktivieren können, kann ich sie dazu umprogrammieren, Hallo. Der Evakuierung Feuerschutz zu geben. Okay, ich schicke ihm die Koordinaten. Ah, na also. Zack. Hoppala. Gut, dass Sie sich uns anschließen. Ja, steh auf, komm, mach die Tür auf. Beweg dich, tu was für dein Geld. So. Da geht's dann wohl nicht lang. Auf die Fresse! Ey. So. War ja nicht noch irgendwo auch eine Elite? Ah, da, okay. Ja, ich würde ganz gerne in Deckung gehen. Ja, toll. Na also, geht doch. So, zack, und abreißen das Ding. Das nehmen wir gleich mit. Ich muss da lang, ne? Jo. So. Ah, genau, dann kommen die hier. Nichts da. Ihr mit euren Selbstmordattentaten. Ich glaube, ihr spinnt. Ich glaube, es hackt hier. So. Noch einer? Da, ja. Falls euch jetzt wundert, warum ich so ziele, ich gucke zur Sicherheit immer noch nur auf meinen. Auf meine Piste. Auf meinen. Da war ich denn. Auf meinem PC-Bildschirm, wo ich einen kleinen Delay habe, minimal. Aber ich gucke einfach sicher drauf, weil falls es jetzt doch so sein sollte, dass ich wieder ein Standbild habe, wovon ich aber nicht ausgehe, dann bemerke ich wenigstens rechtzeitig. Hallo. Gib mir die, danke. Ha! Was denn? Ich bin hier. Das ist schon ziemlich rückgratlos, ja. Aber jetzt bin ich auch wieder weg. So. Das Battle.net beordert alle Truppen zu unserer Position. So. Hier machen wir kurz ein Geschütz hin. So. Ach, das geht auch? Ist ja geil. Warum geht denn das? Das wusste ich gar nicht. Warte mal, kommen hier auch noch welche raus? Oder rein? Ich glaube ja, ne? Ey. Wartet. Geht das? Ist das geil. Boop. Ey.
gestartet. So. Das ist voll witzig, Alter. Ohne Scheiß jetzt mal. Nein, da kommen noch welche. Nein, 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 nein. Und weg. Ist das geil. Die machen eiskalten Abgang. Ist das cool. Das ist ja so witzig, ey. Ich komme nicht drauf klar. Werden immer weggesogen. So. Voll geil. Oh, warte, warte, warte. Die will ich haben. Zack, die zack. Vielleicht sollte der große, mächtige Didaktiker sein Hab und Gut nicht verbummeln. Du unsichtbarer Bastard. Cortana, bleib mal chillig jetzt, Alter. Hab jetzt keinen so eine. Sei jetzt nicht wieder so zickig. Alter, du machst mich irre, Lady, hier. Verrückte Tante. Hier, hatten Sie Erfolg? Cortana bringt gerade das Verteidigungsnetz online. Ich hoffe, dass sie's macht. Ich kann sie hören. Wir senden die Evakuierungsbefehle. Der Sprengkopf? Wir bereiten ihn vor. Kommen Sie hoch. Wir helfen Ihnen, ihn zum Artefakt zu bringen. Hehe. Vielleicht macht sie auch was ganz anderes gerade. Okay. Na, alles klar bei dir? Nö. Ich geh mal weiter. Der bemerkt gar nicht, dass ich gerade deinen Kumpel umgebracht habe, ne? Yeah. Ach, hier muss ich lang, okay. Ah, warte, da ist einer, da ist ein großer. Hab ich ihn erwischt? Jo. Den aber nicht. Na komm schon. Ah! Halt doch mal still, du. Okay. Oh wow, wieso kann ich so hoch springen? Sarkasmus. Sarkasmus vor allem. So, oh warte, nee, 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 wartet mal. Was haben wir hier? Ah, das ist ein Karabiner. Ja, gut, okay, passt schon. Hallo? Geht die Tür. Achso. Wir müssen jetzt warten, bis die Tür zugeht und dann geht die hier auf. Aha. Wir haben den Erzeuger. Was sagen? Sagen? Was geht ab? Doktor, der Feind hat die Position des Erzeugers ermittelt. Sie müssen die Bombe hier runterbringen. Bö. So. Jetzt ziehen wir alle Register, um zum Erzeuger zu gelangen. Ich ziehe gleich alle Register. Ich habe einen verdammten Tank quasi. Jetzt Ding nochmal. Mantis, glaube ich, ne? Bap. Da ist auch noch einer und da ist noch einer. Ich würde ganz gerne mit dem Ding sprinten können. Das würde das Teil perfekt machen. Also wenigstens im Singleplayer. Im Multiplayer wäre es wahrscheinlich ein bisschen OP. Aber im Singleplayer würde ich doch schon ganz gerne sprinten können. Weil der ist mir so ein bisschen zu langsam hier. So, und dich. Und dich. Und dich. Was war das? Ach, da. Oh. Getroffen? Ich glaube ja. Du da und du da und links war auch noch. Dich zertreten wir wie eine kleine Made. Noch eine Welle. Ja, bleib doch nicht stehen. Ja, ja du kleine Schüsse. Oh.
Oh Gott. So, wo ist der andere? Da hier. Ne, warte, was ist denn das? Was haben sie denn da hinten abgesetzt? Ich würde mich ganz gerne zuerst um die Fahrzeuge kümmern. Die Musik erinnert mich gerade extrem an die Unglaublichen. Habe ich das schon mal gesagt? Kennt ihr noch den Film Die Unglaublichen? Der Film war super. War ein richtig... Ja, ich habe darüber definitiv schon mal geredet. Jetzt, wo ich es so sage, fällt mir ein. Da habe ich mich auch schon gefragt, ob es von Disney oder von Pixar war oder von beidem. Ey, weich nicht aus. So. Banshees. Wo? Da. Na komm. Schweine. Oh, die machen mich kaputt. Oh, die machen mich kaputt. Vielleicht sollte ich mal einen klauen. Das wäre, glaube ich, echt voll die Idee eigentlich. So, da sind noch... Drei sind das, glaube ich, ne? Na komm, okay, jetzt ist der letzte. Noch was? Wie viele Wellen kommen denn bitte noch? Ah, ein bisschen zu früh. Uah. Die werden schon mit Granaten abgeworfen? Die werden ja immer dreister, die Dinger, Alter. Wo ist wer? Wer denn? Rede mit mir, Vibe. Ernsthaft? Alter, bin ich Gott oder was? Wie soll ich denn noch aushalten können? Ich glaube, so viel halte ich echt nicht mehr aus. Fahrstuhlplattform, was? Oh oh. Wohin? Da. Schaffe ich das da lebend drüber? Damit vielleicht. Oh, Spatenlaser, den will ich. Spaten. Ein Spatenlaser. Hui! Oh fuck. Oh, Gott sei Dank. Ey, warum sind alle Gegner? Ja gut, mich soll es nicht stören. Okay, das könnte jetzt ziemlich gefährlich werden, aber ich muss es probieren. Hey! Schade. Ja, wäre aber cool gewesen, wenn es geklappt hätte. Na, hallo. Danke. So. Gut, wir gehen in die Höhle der Möwen. Wo ist jetzt hier die, wie hieß sie? Tilzi? Tilza? Tim Schnelsmann? Tim Melzer? Ich glaube, Cortana wird gleich noch richtige Scheiße bauen. Außerhalb des Atriums baut sich eine massive Kettenwelle auf. Was heißt? Oh Gott. Hui. Oh Mann. Was zum Teufel? Also ich habe einen Spartanlaser, wenn Cortana was sagt, dann schieße ich.
tot. Ich kann das gar nicht fassen. Cortana, ich brauche diese Infos. Hör mal. Denk nicht an den Didakten. Denk nicht an den Erzeuger. Konzentriere dich einfach darauf, Tilson zu finden. Tilson. Sandra Kay. Weiblich. 51 Jahre alt. Doktor der Archäologie. Begasi-Institut. Biosignatur stabil auf Ebene 350. B-Deck. Okay. Danke, Cortana. B-Deck. Mach die Tür. Was soll ich da? Soll ich hier jetzt rausspringen? Nö. Wow, wieso kann ich auf einmal so hoch springen? Oh. Okay. Piep. Was jetzt? Schwarzer Bildschirm des Todes? Die Musik klingt. Sie haben den Stationsrumpf geknackt. Der Didaktiker hat sich den Erzeuger geholt. Evakuieren Sie Ihre Leute. Halt die Backen! Ich suche das Flugdeck nach etwas, das Ladung aufnehmen kann. Boah. Da geschieht etwas. Sorry, ey. Ich habe mich einmal nicht auf beschäftigt gestellt, schon werde ich angerufen. Cortana. Wahrscheinlich werde ich auch gleich angeschrieben. Sie reagieren nicht. Wartet mal, ich stelle mich gleich mal auf beschäftigt. Haha. Das geht ja jetzt dank Windows 7. Bei Windows 8 geht das nicht, dann bricht ja die Aufnahme ab. Bringt mich um. Es bringt alle um. Oh Gott. Holy moly. What the fuck? Das muss ja ekelhaft, dass du tot erwählt sein. Dass mal die Haut von deinem Fleisch geschält wird und dann das Fleisch von deinen Knochen und dann die Knochen einfach pulverisiert werden. Gott sei Dank lebt er noch. Stellt euch mal vor, er wäre jetzt so geschmolzen in seinem Anzug und die ganze Masse liegt in den Füßen und schwabbelt da vor sich her. Warum ist Jenny nicht tot? Sie besteht auch so minimal aus bioorganischer Masse. Habe ich doch richtig verstanden oder etwa nicht? Sind Sie okay? Na klar. Ich habe den Datenstrom überwacht. Ich konnte Sie hören. Was von Ihnen übrig war. Achso, die wurden digitalisiert, okay. Wir müssen weiter. Sie sind alle tot. Was denn jetzt nun? Es werden mehr, wenn der Didaktiker zur Erde kommt. Sie werden eine neue KI erhalten. Vielleicht sogar eine andere Cortana, wenn Halsey es will. Hä? Das wird nicht passieren. Das werde nicht ich sein. Das wissen Sie, oder? Auf zu heulen jetzt. Broadsword in Hangar C11 startklar. Was auch immer die Bibliothekarin gemacht hat, scheint zu wirken. Cortana. Midlife-Crisis. Noch nicht vorbei. Noch nicht. Noch nicht. Damn, 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 damn. Damn. Ja, fett, Alter. Ich hab mir irgendwie in die Lippe gebissen oder geschnitten oder was auch immer. Jedenfalls tut mir die Lippe scheiße weh. Und alle meine... Ich hab Durst! Menno. Oh, muss ich wieder mit so einem Scheißding fliegen? Das mochte ich schon in Halo Reach nicht. What? Oh, okay. Das Universum. Unendliche Weiten.